Willkommen bei TechUp. Heute checken wir die neuesten Angebote aus dem aktuellen Saturn-Prospekt. Wir schauen uns die aktuellen Deals zu den Fernsehern, zu den Tablets, ein Notebook haben wir auch noch dabei und zu den Smartphones an. Und wir verraten euch, wo ihr ein richtiges Schnäppchen bei Saturn machen könnt oder vielleicht bei dem einen oder anderen Online-Shop. Viel Spaß! Bei uns wird es jetzt auch noch richtig interaktiv, denn zusammen mit euch gehen wir den Saturn-Prospekt hier live am Smart TV mit euch durch. Dennis, du fängst an mit den Fernsehern offensichtlich. Ein Fernseher, ganz genau. Wir haben jetzt hier den Panasonic TX42ASM655 für 899 Euro. Ist ein 42 Zoll LED-TV mit 106 cm in der Bilddiagonalen. Wir haben eigentlich aktuelle Standards an Bord. Also wir haben Full-HD-Auflösung, Smart-TV. Okay. Okay. 3D, man sieht auch hier schon die vier Brillen, die im Lieferumfang enthalten sind. Dann vermutlich Polyfilter 3D, oder? Ganz genau, ja. Ganz genau. Und ansonsten kann man dazu noch sagen, dass er ein sparsames Gerät ist, Energieeffizienzklasse A+. Okay, okay. Und für 899 Euro wird er bei Saturn angeboten, exklusiv in der Metro-Gruppe. Also gibt's dann so Saturn. Anders bei anderen Online-Händlern? Ganz genau. Okay. Ich persönlich finde den Preis etwas so hoch angesetzt. Ich habe mir nämlich letztens einen LG-Fernseher aus der letzten Generation, also aus der 2013er Generation, gegönnt. 55 Zoll, ein bisschen größer als der, hier für 100 Euro weniger. Okay. Also kann man sagen, wenn man einen größeren Fernseher haben möchte, kann man auch weniger Geld ausgeben. Okay. Genau. Gucken wir gleich mal weiter, weil da kommt schon auch der nächste Fernseher, und zwar der LG 47 LB 700V für satte 1099 Euro. Das ist ein Fernseher, der kommt aus der aktuellen Generation von LG. Also das heißt, bei den Smart-TV-Funktionalitäten ist WebOS mit drauf. Ja. Also es läuft ein bisschen flüssiger. Du hast ein paar mehr Features als jetzt zu den älteren Generationen. Full-HD-Tuner auch für alle Empfangsarten. Und hier auch wieder 3D. Mit zwei Brillen, genau. Und auch den Fernseher gibt es exklusiv bei Media Saturn. Also wir können ja keinen richtigen Vergleich ziehen zu anderen Online-Händlern. Aber ich glaube, der Preis geht, glaube ich, gerade noch in Ordnung, weil es ja nämlich die aktuelle Generation ist. Und wir haben ja 800 Hertz. 800 Hertz und WLAN integriert ist natürlich genau. Auch nicht schlecht. Und das kostet halt dementsprechend immer mehr. Naja, klar. Genau, als nächsten Fernseher haben wir dann einen Samsung, das ist auch der größte in dem Saturn-Prospekt, nämlich mit 60 Zoll. Okay. Der UE60H6270 für 1499 Euro. Das ist ein Brocken, du. kann man sagen, ja, aber dafür kriegst du auch 152 cm in der Bilddiagonale, Full-HD-Auflösung. Ist auch ein sparsames Gerät, Energieeffizienzklasse A+, ist dabei, auch 3D-Tuner für alle Empfangsarten. Also ein 3D-Tuner? Okay. Du bekommst 3D und Tuner für alle Empfangsarten. Richtig. Mein Freund, du kriegst alles, was du haben willst. Die Sache ist nur, wenn du diesen Fernseher haben möchtest, kauf ihn nicht bei Saturn oder kauft ihr nicht bei Saturn, sondern schaut bei uns in den Preisvergleich. 70 Euro günstiger als bei Saturn gibt es das bei Online-Händlern zu kaufen. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen was aufklären, weil uns wird ja immer vorgeworfen, der Vergleich hinkt ein bisschen, wenn wir sagen, wir kauft ihn im Laden oder kauft ihn online. Ich meine, diese Preise, die gelten ja auch für den Online-Shop von Saturn. Natürlich, genau. Also deswegen, wir vergleichen hier schon Online-Shops miteinander und nicht Geschäft, wo du halt noch Beratung bekommst und so weiter, und Online-Shop, wo du einfach nur kaufen kannst. Also ganz sachte. Sagte der Erklärbär. Richtig. Jetzt geht's weiter mal ein bisschen weiter. Ja, Moment. Guck dir mal bitte den Prospekt hier an. Nein. MP3-Player, geil, 4 GB Speicher, hat vielleicht noch seine Daseinsberechtigung. Ich meine, wenn jemand joggen geht oder so, oder wandern, hört gern Musik dabei und will sein Handy nicht mitnehmen oder so, dann ist es okay, aber 40 Euro halte ich echt für ziemlich krass. On-Ear-Kopfhörer, weil du testest auch hin und wieder und hörst bei dir im Büro ja auch ständig mit On-Ear-Kopfhörern. Ja. Was hältst du von denen jetzt? Ja, JBL für 60 Euro. 40 mm Treiber, Faltmechanismus, 180 Grad Ohrmuscheln, Fernbedienung. Und Fernbedienung für Smartphone, das ist auch mit dabei, ne? Ja, das ist wahrscheinlich am Kabel dran. Genau. Also es ist eigentlich okay.
Also, wie gesagt, bei Kopfhörern ist es echt schwierig. Alles klar. Dann gehen wir einfach weiter mit neuen Apple-Produkten. Da haben wir zum Beispiel das iPad Mini. Ja, da haben wir ganz viel sogar von Apple und es fängt, wie gesagt, mit dem iPad Mini an für 279 Euro. Das ist aber allerdings das iPad Mini der letzten Generation, also nicht das mit der Retina-Auflösung. Das erste iPad Mini ist es, ne? Genau, und das war komischerweise vor einigen Wochen im Prospekt von Saturn 10 Euro günstiger. Und die meisten Anbieter in unserem Preisvergleich haben das Tablet für rund 270 Euro im Angebot. Also, naja, gut. Ist jetzt nicht so ein gewaltiger Unterschied, ob man es jetzt bei Saturn kauft oder bei uns im Preisvergleich, ist egal. Aber ansonsten ist es eigentlich ein recht anständiges Tablet, A5-Prozessor, 1024x768 Bildpunkte. Das ist wiederum ein bisschen, naja. Gut, ist, halt, ist im Moment auch das günstigste iPad, was man kaufen kann. Wenn ihr also ein iPad haben wollt, dann greift zum ersten Mini, weil es im Moment das günstigste ist. Ja, ich habe hier zum Beispiel das iPad Mini, das verwende ich eigentlich nur als E-Book-Reader, um ehrlich zu sein. Ja gut, kann man handliche, machen. Ne? Handliche Diagonale. Genau. Als nächstes haben wir dann ein iPad mit Retina-Display, nämlich das iPad 4 für 369 Euro. Wir haben hier die 16 GB-Version, die bei Saturn angeboten wird. 16 GB ist auch die kleinste Version, ist halt bisschen knapp, was den Speicher angeht. Ohne LTE halt, wenn man halt viele, auch noch, ne? Genau, ohne LTE auch noch. Und wenn man halt viele Filme schauen will oder Musik hören möchte mit dem Tablet, dann ist es ein bisschen knapp mit 16 GB. Ansonsten lässt sich auch noch sagen, dass es ein bisschen schwerer und langsamer ist als das aktuelle iPad Air. Ja. Die Rechenleistung ist trotzdem noch auf einem angemessen hohen Niveau. Also man kann mit dem iPad noch wunderbar gut arbeiten. Trotzdem gibt es das Gerät im Internet 20 Euro günstiger als bei Saturn. Deswegen schaut bei uns den Preisvergleich, da bekommt es günstiger. Kommen wir zum letzten Apple-Produkt und dem einzigen Notebook hier im aktuellen Saturn-Prospekt, und zwar dem Apple MacBook Air mit 13 Zoll für 899 Euro. Klar, das MacBook Air ist halt ein richtig sexy Gerät. Du hast das Ultrabook de facto. Ja. Und zwar hast du keine Retina-Auflösung bei dem Gerät. Du hast nur in Anführungszeichen 1440x900 Pixel. Dafür hast du eine relativ schnelle Ausstattung. Du hast einen Intel Core i5 Prozessor aus der Haswell-Generation, eine 128 GB große SSD und wie bekannt von den MacBooks, du hast eine lange Akkulaufzeit. Saturn verkauft die aktuelle Version des MacBook Air schon mit den neueren Intel-CPUs. Du hast hier nämlich den Intel Core i5-4260U. Also ein richtiges Schnäppchen ist es allerdings nicht. Bei uns im Preisvergleich gibt es das Gerät schon rund 20 Euro günstiger. Gut, gehen wir gleich weiter hier in dem Prospekt, was er noch zu bieten hat. Zum Beispiel hier die externe Festplatte mit 3,5 Zoll und 2 Terabyte USB 3.0 für 79 Euro. Gut gelernt, aber wir raten euch, greift lieber gleich zur 4-Terabyte-Variante. Da habt ihr nicht nur den doppelten Speicher, sondern Saturn liegt auch noch deutlich unter dem Preis, den ihr bei den anderen Online-Händlern bekommt. Dann haben wir noch einen 256 GB großen USB-Stick. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo so ein großes Ding ja, 64 Megabyte hatte. Ach stimmt, stimmt, das war ganz damals. Da ja. Haben irgendwie 20 Fotos draufgepasst, nee, ein bisschen mehr, aber gut. Ja, auf jeden Fall gibt es die jetzt für 99 Euro von PNY. Wir haben geguckt, hat ein bisschen langsame Schreib- und Leseraten. Es gibt ein Modell von Adata, das ein bisschen flotter ist, ein bisschen mehr kostet. Richtiges Schnäppchen ist es jetzt auch nicht. Bei unserem Preisvergleich gibt es es für 96 Euro, genau den gleichen USB-Stick. Gut, dann gehen wir doch gleich zu den Smartphones weiter. Fangen wir doch gleich mit dem Huawei G610 Black Edition an für 164 Euro. Hauptmerkmal des G610 ist die Dual-SIM-Funktion, die an sich auch sehr gut funktioniert. Also ihr könnt dann zwei SIM-Karten gleichzeitig im Telefon bedienen. Ansonsten ist die Ausstattung ganz klassisch für Mittelklasse-Einsteiger-Smartphones um den Dreh. Sehr unspektakulär. Android 4.2 ist auch nicht die aktuellste Version, sondern hat alles sehr, sehr basic eben gehalten. Dafür eben auch nur 164 Euro. Das Gerät gibt es auch so nicht wesentlich günstiger. Also wenn ihr ein Smartphone mit Dual-SIM-Funktion für wenig Geld kaufen wollt, dann macht das gerne bei Saturn. Daneben ist auch gleich das LG L90 in Schwarz zu haben für 189 Euro. Dafür kriegt ihr eine 8-Megapixel-Kamera, 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor und ein aktuelleres Android als beim Huawei, ja. 4.4.2.
Ansonsten auch die LG-Nutzeroberfläche, alles basierend auf dem neuesten Android-System. Schaut genau. Alles schick aus, alles auf dem aktuellen Stand. Ausstattung ist wie gesagt in Ordnung. Performance sollte auch okay sein. Das Angebot ist eigentlich relativ gut. Nur wenige Online-Händler aus unserem Preisvergleich liegen drunter. Es gibt, glaube ich, einen, der ist 20 Euro günstiger. Genau. Sehr gut. Dann haben wir hier unten noch eins von Samsung, nämlich das Galaxy S4 Mini für 264 Euro, also die kleine Version des letzten Flaggschiffs von Samsung. Er ist mittlerweile genau ein Jahr alt, hat immer noch ganz typische Mittelklasse-Ausstattung, also ja. 8-Megapixel-Kamera, 1,7 GHz Dual-Core. Und ich hatte damals im Test schon feststellen können, dass die Performance auf dem High-Level ist, also schon mit Oberklasse-Smartphones mithalten kann. Okay. Das kann es auch immer noch. Wir haben jetzt hier aktuelles Android. Hier steht zwar noch Android 4.2.2. Aktuell gibt es aber auch schon das Update auf 4.4.2, genau wie das LG eben. Aktuelle Version mit noch immer guter Hardware zu einem recht anständigen Preis für 264 Euro. Wenn es noch ein bisschen weniger sein soll, schaut bei uns im Preisvergleich, 15 Euro weniger kosten da die Modelle. Da kannst du wahrscheinlich auch den Akku wechseln und Mikro-SD-Karte. Den Akku kannst du wechseln, ganz genau. Genau, und dann haben wir das einzige Windows Phone im neuen Prospekt und dann gleich ein richtiges Flaggschiff und zwar das ein Kracher. Nokia Lumia 930. Wir haben hier Windows Phone 8.1, also die aktuellste Version von Windows Phone, 5 Zoll Bildschirmdiagonale und natürlich Nokia steht für gute Kameras. Carl Zeiss Objektive, wir haben hier 20 Megapixel Auflösung, klar sagt natürlich nichts über die Qualität der Kamera aus, aber ihr könnt eben in die Bilder schön weit reinzoomen und der Akku ist aber leider ein bisschen schwach, also hat eine geringe Kapazität, läuft vermutlich nur knapp einen Tag. Ja. Ansonsten ist eigentlich alles an Bord, was man so mittlerweile von einem Flaggschiff erwartet. LTE Category 4, also 150 Mbit pro Sekunde, Bluetooth 4.0, WLAN AC. NFC ist noch mit dabei. NFC ist auch dabei und das Angebot selbst für 524 Euro ist nicht das günstigste. In unserem Preisvergleich gibt es schon ganze 50 Euro günstiger. Und das ist eine ganze Hausnummer, vor allem bei so einem Preis. Wenn du mal 470 Euro nur zahlst, statt 524 Richtig. Euro. 50 Euro haben oder nicht haben, sind schon 100, gell? Ja, fast. Ja, Richtig. Fast. Der Mann hat echt Ahnung. Das war es auch schon mit unseren Preiseinschätzungen zu den vermeintlichen Schnäppchen aus dem aktuellen Saturn-Prospekt. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen und ich sage im Namen von Dennis, von der Dennis ich und mir. Ich sag selber Tschüss. 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 Tschüss.